Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich möchte darüber sprechen, Online-Prüfungen, wo stehen wir und wo wollen wir eigentlich mal hin? Als kurze organisatorische Hinweise, das ist ja so eine Standardfrage, kann man den Foliensatz haben? Ja, kann man gern. Ich habe vorhin schon vor der Pause, weil ich gedacht habe, ich bin da schon dran, vor einem Gehorsam den Link zu den Folien in den Chat gepostet und einen zweiten Link zu einem Blogartikel von mir mit Erfahrung zu einer Online-Prüfung, auf dem mehr oder minder dieser Vortrag hier basiert. Zweite typische Frage ist ja, wird es eine Aufzeichnung geben? Eventuell, ich zeichne das jetzt mal parallel auf, vielleicht lade ich das danach ins Internet hoch, wenn es passt. Vielleicht auch nicht. Und Fragen gern, Zwischenfragen, vielleicht nur, wenn sie super dringend sind. Ansonsten, wie Herr Lindmann schon sagte, können wir im Anschluss sicherlich sehr gern darüber diskutieren. So, also die große Frage, um die es gehen soll, Prüfungen unter Pandemiebedingungen, wie passt das zusammen? Das Problem ist ja als Gleichung dargestellt, das ist auch gleichzeitig so ein kleiner Disclaimer. Ich bin kein Hochschuldidaktiker, ich bin eben auch Ingenieur, habe mich aber in den letzten Jahren auch schon weit vor Corona mit einigen hochschuldidaktischen Themen beschäftigt, weswegen ich mich da vielleicht tatsächlich irgendwie ganz gut auskenne. So, eine Möglichkeit, das zu lösen, sind natürlich irgendwie Offline-Prüfungen zum Beispiel in Messehallen zu machen. Das haben wir im letzten Sommersemester gemacht, das hat auch relativ gut funktioniert. Ist eben sehr dicht dran an dem, was man sonst so in der Uni gemacht hat. In einer der Messehallen ist im Moment aber leider unser Impfzentrum und deswegen stand sie im Wintersemester nicht zur Verfügung. Außerdem hat man halt das Problem, man weiß ja nicht, was draußen die Studierenden machen und im Sommer standen die da auch recht dicht zusammen, auch wenn sie hier sehr weit weg saßen. Deswegen funktioniert das im Wintersemester nicht. Andere Offline-Variante ist natürlich, das draußen zu machen. Das ist pandemiebedingt, glaube ich, auch gar kein Problem. Ist aber auch nicht sehr wintertauglich, das zu machen. Ne? Also ist eigentlich dann die Frage im letzten Wintersemester gewesen, wie kann man das in eine Online-Prüfung umwandeln? Nach dieser kurzen Einführung werde ich dann über diese Online-Prüfung, die wir da durchgeführt haben, ein bisschen was erzählen über das Konzept Vorbereitung, Durchführung, Korrektur und auch ein paar kuriose Erkenntnisse, die sich so im ganzen Verlauf ergeben haben. Und um die im Anschluss geplante Diskussion ein bisschen anzuheizen, habe ich mal 6 steile Thesen aufgestellt, die werde ich dann auch kurz erzählen. So, also ein paar Erfahrungen zu unserer Online-Open-Book-Prüfung oder Take-Home-Prüfung, wie auch immer man das nennen will. Wenn man mich jetzt so vor einem Jahr gefragt hätte, wie ist das mit Online-Prüfungen, wäre ich da auch relativ unbeleckt gewesen. Und ich glaube, vor dem Problem standen wir alle, dass uns allen einfach Erfahrungen fehlten. Und deshalb sahen Online-Prüfungen, wenn man mal ehrlich ist, für mich am Anfang wie so eine klassische Lose-Lose-Situation aus, sowohl für die Lehrenden als auch für die Studierenden. Naja, warum? Weil als Prüferin man eben so die Befürchtung hatte, oh Gott, jetzt können die Studis alle Sachen im Internet recherchieren und die können sich wie wild miteinander austauschen und plagiieren und betrügen und lügen. Was zum Teil vielleicht auch berechtigt ist, zum großen Teil sicherlich nicht. Und aus Studierendensicht sah es aber trotzdem irgendwie auch nach einer Lose-Situation aus, weil die Studierenden sich auch gedacht haben werden, naja gut, dann werden wohl die Prüfenden entsprechend die Aufgaben anpassen und sich neue Aufgabenformate ausdenken und das wird alles viel schwieriger werden, weil ja diese Möglichkeit, dass wir alle irgendwie Software nebenbei nutzen können, MATLAB und Netzwerksimulatoren, das muss ja irgendwie in den Aufgaben eingepreist sein und deshalb werden uns diese schönen Aufgabenkataloge, die Fachschaftsräte jahrzehntelang gepflegt haben, nicht mehr viel nützen. Deswegen waren vielleicht Online-Prüfungen im letzten Sommersemester auch noch irgendwie recht unbeliebt. So, wir haben uns dann, oder ich habe mich dann für eine Open-Book-Prüfung entschieden, einfach weil ich denke, dass Videoüberwachung nicht funktioniert. Man sollte eher seinen Studierenden trauen als irgendeine Videoüberwachungstechnik aussehen. Datenschutzrechtlich Einschränkung oder Eingriff in die Privatsphäre Nutzen und Aufwand stehen da, glaube ich, in überhaupt gar keinem Verhältnis. Es gibt auch einen sehr schönen Artikel von der RWTH Aachen, die mal so die typischen Angriffsszenarien zusammengefasst haben und was man eigentlich immer braucht. Man braucht irgendwie Admin-Zugriff auf den Rechner der Studis und man braucht Vollüberwachung mit Kameras im Raum, sonst kann man eigentlich das nicht zu Hause unter gleichen Bedingungen machen, wie man das in einem Prüfungsraum machen würde. Deshalb, irgendwie muss es Open Book Take Home sein. Das muss in den Prüfungen mit eingepreist sein, dass die Studierenden sich eben austauschen können und dass sie auch Software nutzen können und im Internet recherchieren und so weiter. Also die Aufgaben müssen eher kompetenzorientiert sein und nicht wissensorientiert. So, wie habe ich das denn umgesetzt? Wir haben bei uns den Vorteil in den Grundlagen der Elektrotechnik, dass wir einen sehr großen Aufgabenkatalog haben. Den hatte ich zum Glück auch im LaTeX-Format
und habe dann einfach ein MATLAB-Skript geschrieben, was individuelle Prüfungsbögen zusammenstellt. Da war mal eine Seite, wo so ein paar Hinweise drauf standen und dann 10 Seiten für 10 Aufgaben, unter jeder Aufgabe ein Link und ein QR-Code zu einer Seite, auf der die Studierenden ihre handschriftliche Lösung, handschriftliche abfotografierte oder eingescannte Lösung der Aufgaben einreichen sollten. Also sie konnten sehr gern MATLAB, Octave, Python, was auch immer, Netzwerksimulator nutzen zur Probe. Am Ende zählte aber trotzdem irgendwo die handschriftliche Rechnung. Hier mal so für die Insider, die Themenbereiche zur Prüfung, sieht man, das deckt so die Grundlagen der Elektrotechnik ganz gut ab. Und ich habe mal hinter jedem Themenbereich hintergeschrieben, wie viele Aufgaben ich dazu in meinem Aufgabenkatalog habe. Und wenn man jetzt sagt, okay, eine Aufgabe daraus und so weiter, dann kommt man halt auf 12,34 Billionen Möglichkeiten, verschiedene Prüfungen zusammenzustellen. Und naja, klar, also die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Studierende, die sich kennen, irgendwie durch Zufall mal die gleiche Aufgabe erwischen, die ist natürlich da, aber dass die halt beide genau die gleiche Klausur bekommen, die ist dann doch recht gering. So sah dann das Einreichungsformular aus bei uns im Moodle. Hauptsächlich hat man dann eine Datei hochgeladen. Ich hatte mir noch überlegt, wenn der Upload irgendwie sehr lange dauert, dann können die auch eine Prüfsumme offline der Datei erzeugen, die fristgerecht einladen und die Datei danach mit sehr langsamer Internetverbindung in aller Ruhe hochladen. Das hat aber keiner gemacht. Also entweder das Internet war da und war schnell oder das Internet war überhaupt gar nicht da. Da komme ich gleich drauf zu. Durchführung lief dann eigentlich ganz gut. Haben die Aufgaben per E-Mail bekommen, haben das dann gelöst, haben das im Moodle hochgeladen. Ich war die ganze Zeit in einem Zoom-Meeting, um dort für technische und inhaltliche Fragestellungen zur Verfügung zu stellen. Da waren auch die ganze Zeit ein paar Studis drin. Die haben dann mich andersrum sozusagen beim Arbeiten beobachtet. Was ich halt nebenbei gemacht habe. Es gab ein paar Fragen, aber das hielt sich eigentlich in Grenzen. Also ich würde nicht sagen, nicht mehr, nicht weniger als bei einer klassischen Präsenzklausur in einem Hörsaal. Der vielleicht interessanteste Punkt ist, wenn man sich mal am Ende die Verteilung der Gesamtpunktzahl anschaut, sieht die halt genauso aus, wie wenn wir vorher uns die ähnliche Aufgaben, also mit gleichen Aufgaben eine Klausur in Präsenz geschrieben hätten. Schöne Gauss-Verteilung, Mittelwert ungefähr um die 40-50%. Das sieht nicht anders aus als in Präsenz. Was vielleicht noch ganz spannend ist, bei einer Online-Prüfung kann man das ja sehr schön auswerten, wann die Leute hochgeladen haben. Und ich habe das hier mal gezoomt auf die letzten 60 Minuten. Sie hatten 3 Stunden Zeit zum Lösen, also sozusagen eigentlich bis hier. Und dann habe ich ihnen nochmal 30 Minuten gegeben zum Hochladen. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen extrapoliert, könnte man denken, okay, wenn die noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, hätten die vielleicht noch ein paar mehr Aufgaben jeweils eingereicht. Aber an sich sieht das ganz okay aus. So, ein paar Erkenntnisse und Kuriosa. Ich hatte am Ende dann doch relativ viele Anrufe auf meinem Telefon im Büro, wo es hieß, oh, jetzt mein Internet funktioniert doch nicht oder ich habe da gerade irgendwie ein technisches Problem. Kann ich das irgendwie 5 Minuten später, 10 Minuten später hochladen? Ja, kein Problem, machen Sie das. Bei einem Studenten war es so, dass seine Kamera nicht fokussierte und er wohnte in der Nähe vom Campus, kam dann vorbei, hat mir dann in Print seine Online-Klausur abgegeben. Wir haben die dann hier eingescannt, hochgeladen. Das funktioniert dann irgendwie auch. Zweite Erkenntnis, ich habe schon vorher, bestimmt seit 5 Jahren, Videos zu auch Klausuren, Leistungskontrollaufgaben erstellt für eine Video-Nachbesprechung. Und durch Zufall haben jetzt halt Studierende Aufgaben zugelost bekommen, zu denen es genau zu der Aufgabe das passende Video bei YouTube gab. Und diese Studierenden haben trotzdem diese Aufgaben nicht erfolgreich gelöst. Weil man natürlich wissen muss, okay, es gibt so ein Video, habe ich genug Zeit, mir das jetzt irgendwie noch anzuschauen? Verstehe ich das auch, was da drin steht? Kann ich das irgendwie reproduzieren und so weiter und so fort? Also, selbst wenn es zu Aufgaben genau die richtige Lösung als Video gibt, hilft das den Studierenden auch nicht. Im Zweifelsfall hilft es vielleicht doch ein bisschen. Das fand ich ganz süß. Ein Student hat angegeben im Moodle, weil sie ja so eine Eigenständigkeitserklärung abgeben mussten, welche Hilfe sie in Anspruch genommen haben. Ja, ich habe dir die Videos vom Herrn Magdowski mir angeschaut bei YouTube für diese und jene Aufgabe. Ja, und ansonsten, wenn ich das jetzt mal nochmal aus Lehrenden-Sicht, als Prüfenden-Sicht zusammenfasse, Vorbereitungsaufwand war jetzt definitiv ein bisschen höher, aber ich würde auch sagen, aller Anfang ist schwer. Wenn ich das jetzt zum zweiten Mal mache, kostet mich das auch nicht so viel Zeit. Durchführung ging eigentlich schneller, ne? Man brauchte irgendwie keinen Prüfungsraum und viele Leute, die ja irgendwie Aufsicht machen, eine Person, die ein paar technische Fragen klärt, reicht vollkommen hin. Und Korrektur war jetzt bei uns ein bisschen länger, wenn man das natürlich, wie Herr Chandra schon sagt, mit Multiple-Choice-Aufgaben macht oder wenn man halt
also wirkliches E-Assessment macht mit Aufgaben, die sich alleine kontrollieren, Zahlenwerteinheit-Aufgaben zum Beispiel, dann ist der Korrekturaufwand natürlich auch sehr gering. Was jetzt bei uns ein Riesenvorteil war, die Korrektur war kein Papiertiger, das war kein Papierkrieg, sondern es lag ja alles online vor. Die Kollegen konnten das auch einfach online korrigieren und die Studierenden konnten auch online eine Prüfungseinsicht machen. Das war durchaus ein sehr großer Vorteil. So, um jetzt die Diskussion ein bisschen anzuheizen, vielleicht als Ausblick, wo wollen wir mal hin? Noch 6 Thesen. Die erste These ist, man kann nicht analoge Prüfungsformate, die wir jetzt seit 50 oder 100 Jahren gemacht haben, genauso digitalisieren. Das wird nicht funktionieren. Es gibt einen sehr schönen Spruch dazu von Thorsten Dirks, ehemaliger CEO von Telefonica. Der hat gesagt, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Und das ist, glaube ich, auch das bei Prüfungen. Wir müssen uns mal überlegen, was wollen wir eigentlich mit Prüfungen machen? Wie sinnvoll ist es, Studis abgeschottet von der Außenwelt, nur mit Zettel und Stift bewaffnet, 3 Stunden in einen Raum zu setzen? Löst man so große ingenieurwissenschaftliche Probleme? Gehen so Leute bei Siemens, geht so Elon Musk mit seinen Mitarbeitenden um, ne? Wird so irgendwie der neue Antriebsstrang vom E-Fahrzeug entwickelt? Vermutlich nicht. Zweite These, das Internet gehört zur Lebenswelt der Studis und man kann es nicht und sollte es nicht ausblenden in Prüfungen und in Lehrveranstaltungen. Also müssen irgendwie, dass es das Internet gibt, auch in Prüfungen mitdenken. Dann gibt es ja noch so ein paar außerfachliche Kompetenzen, die im 4K-Modell zusammengefasst sind. Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken. Die sind im Berufsleben, denke ich, extrem wichtig. Bilden wir die in unseren klassischen fachlichen Prüfungen ab? Eher nicht. Also brauchen wir auch da Ideen für neue Prüfungsformate, wo man die ein bisschen mit einbinden kann. In der Kürze der Zeit kann ich jetzt nicht so viele Ideen dazu erzählen, aber können wir im Anschluss vielleicht gerne diskutieren, wenn das jemand interessiert. Das ist, was ich schon gesagt habe, Proctoring, Videofernüberwachung bringt meines Erachtens nichts, ist Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis und ich habe hier mal so als Screenshots, das ist eine Anleitung zu einer E-Prüfung, die bei uns zirkulierte mit, 29 Seiten Anleitung für Studierende, was sie alles beachten müssen, um an einer videoüberwachten Videoprüfung, Fernprüfung teilzunehmen, ist meines Erachtens absurd. Also wonach man sich dann danach als Studentin erinnert an diesem Fach ist, wir haben vom Prüfenden 29 Seiten zugeschickt bekommen, was wir alles beachten sollen in der Online-Prüfung. Das ist ziemlich albern. Fünfte These, es ist mit Sicherheit besser, eine summative Prüfung am Ende durch viele kleine formative Prüfungen zu ersetzen, die auch zwischendurch Rückmeldung kontinuierlich an die Studierenden geben. Und die letzte These ist, wenn man mal dieses Konzept von kompetenzorientierten Open-Book-Prüfungen zu Ende denkt, dann ist es ja auch eigentlich gar nicht mehr notwendig, alle Studierenden in einem Fach zu einer Zeit in einen Raum zu setzen oder irgendwo online hinzusetzen und zu prüfen, sondern eigentlich können Studis sagen, ich fühle mich jetzt bereit, in diesem Fach eine Prüfung abzulegen und dann mache ich halt dann eine Prüfung 24/7, wenn auch immer mir das sinnvoll erscheint. Und das könnte meines Erachtens gerade für kleinere Hochschulen durchaus ein Wettbewerbsvorteil sein, sowas anzubieten.